Vielleicht so. Was meinst du? Wirklich richtig gut. Aber du schaust ja gar nicht. Erwartest du jemanden? Wirklich schön, habe ich doch gesagt. Weder Luftschlangen noch Konfetti, Jasmin. Aber mag das nicht. Sie sagt, das Zeug verfängt sich in den Haaren. Die nicht. Jasmin, hörst du mir überhaupt zu? Ich versuche zu verstehen, was Mora sagt. Sie scheint auf jemanden zu warten. Wovon sprichst du? Auf wen denn? Das weiß ich nicht, Delphi. Ich versuch's gerade rauszufinden. Nein, los, wir gehen rüber. Komm. Hallo Mora, wie geht's? Auf wen wartest du denn? Hallo Delphi, warum so neugierig? Keine Ahnung, sag du es uns. Aber ich habe euch gar nichts zu sagen. Vielleicht kannst du uns ja sagen, wer die wahre Felicity ist. Die wahre Felicity? Du wartest auf Felicity? Aber das habe ich doch nie gesagt. Moment mal. Oh. Riecht nach einem Artikel für Fab & Chic? Hey, schreibe ich mir auf. Hey, machst du von mir mal ein Selfie? Ja. Nein, Unsinn, ein Selfie macht man doch selbst, oder? Ja, du hast recht. Pedro? Ja? Machst du mir Popcorn? Klar, ich mache noch ein paar Säfte, dann bringe ich's dir. Amber, leider ist Pedro gerade sehr beschäftigt. Wenn du willst, bring ich dir das Popcorn. Na schön. Aber wenn du's machst, dann mach es gut. Ja. Und ich will es warm. Nein, lieber lauwarm und gesalzen. Ah, Sophia Carson! Das tut mir leid. Nein, nein, das mach doch. Nein. Das gibt's nicht. Ich glaub's nicht, Sophia Carson. Oh, ist das aufregend. Ach, tut mir leid, entschuldige bitte. Ich hab dich leider nicht gesehen. Nein, nein, das macht gar nichts. Okay. Ach, übrigens, ich bin Luna. Hallo, Luna, ich bin Sophia. Ich fass es nicht, dass du hier bist im Jam & Roller. Wow. Das ist sehr nett. Vielen Dank euch allen für den freundlichen Empfang. Das ist lieb. Und Luna, das mit dem Unfall vorhin tut mir sehr leid. Darum bitte, sag mir, wenn ich was für dich tun kann, okay? Nein, nein, es ist gar nichts passiert. Ich meine, ich stoße nicht jeden Tag mit Sophia Carson zusammen, oder? Mit den anderen kommt das öfter vor, aber mit dir nicht. Kannst du ein Foto mit uns machen? Denn wir sind Fans. Ja, sehr gerne. Und dann reicht's erstmal, Mädels, weil Sophia nämlich gleich ein Interview mit Fab & Chic macht. Also hinten anstellen. Herzlich willkommen, Sophia. Schön, dich zu sehen, Mora. Welche Freude, dich hier zu sehen. Ich danke dir. Jetzt, Mädels, eine Bitte. Ich möchte, dass unser Gast sich wohlfühlt. Also belästigt sie bitte nicht, okay? Na, bist du nun bereit, meine Kollektion zu sehen? Ja. Die wurde ganz exklusiv für dich entworfen. Und ich bin Yam, ihre Assistentin. Es ist mir eine große Ehre, Designs für dich zu entwerfen. Vielen Dank, Yam. Ja, ich würde sie gern sehen, aber natürlich auch diesen Ort, über den ich so viel Tolles gehört habe. Und wenn du was aus der Cafeteria willst, du bist eingeladen. Danke. Hallo, will mich vorstellen, bin Ramiro. Es ist so, mein Style ist cooler als die meisten. Man kann mich nicht vergleichen, ich mach nicht gern Geschenke. Ich rappe, wie ich denke, mir macht keiner was vor. Ich hab Talent und geh ins Ohr. Wow, ganz toll. Super, super kreativ. Kreativ ist mein zweiter Vorname. War mir ein Vergnügen. Freut mich. Ganz meinerseits. Du musst ihnen das nachsehen, Sophia. Sie haben noch keinen internationalen Star gesehen. Sie wissen nicht, wie man sich benehmen muss. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Amber Smith, die Königin dieser Bahn hier. Sehr erfreut, Amber. Leute, Sophias Terminkalender ist immer sehr voll. Deshalb kann sie auch nicht so lange bleiben und auch nicht jeden eurer Wünsche erfüllen, okay? Ach bitte, Mora, entschuldige. Ein bisschen kann sie doch noch bleiben, oder? Weil, Sophia, würdest du mir einen Gefallen tun? Natürlich, Luna, was du willst. Ist mir fast peinlich. Würdest du für uns singen? Mit Vergnügen, ich schulde dir was. Echt jetzt? Ja. Wow, ich bin ja so aufgeregt, Mora. Bitte, bitte, sag du auch ja. Ja, klar sag ich ja, wenn sie will, aber erst nach der Anprobe. Einverstanden? Ja, natürlich. Dann bis später. Du bist wirklich eine super coole Sängerin. Für mich die Beste der Welt. Bist du bereit? Ja, gut. Dann komm. Ciao.